Über das gesunde, wenn möglich steirische Essen, meine Damen und Herren, vielleicht erinnern Sie sich, haben wir in einem Stadtgespräch bei Steiermark 1 vor einigen Wochen im Sommer geredet. Heute bleiben wir beim Thema Essen im weitesten Sinne, gehen aber einen Stock tiefer und fragen, Fleischeslust oder doch fleischlos? Da hat doch jeder von Ihnen auch so seinen Zustand. Auch meine beiden Gäste, auf die ich mich sehr, sehr freue. Das ist zum einen der Dr. Rüdiger Dahlke. Herzlich willkommen, Arzt, Psychotherapeut und noch so viel mehr. Das werden wir gleich hier beleuchten. Und mein zweiter Gast, ja, ihn braucht man auch nicht weiter vorstellen. Der Schokoladengenie, sage ich mal, aus der Oststeiermark, aus Regensburg, der Josef Zotter. Herzlich willkommen. Auch er hat zum Thema Fleisch einiges zu sagen und da freuen wir uns auch darauf. Herzlich willkommen, meine Herren. Ja, Herr Dahlke, also Arzt, Psychotherapeut, Sie sind Seminarleiter und erfolgreicher Buchautor auch. Ein Arzt, der sich dann doch sehr und hauptsächlich mit der Psyche des Menschen beschäftigt. Wenn man Sie so persönlich fragt, wie war denn da der Weg des Rüdiger Dahlke, dass er sagt, das ist mein Thema als Mediziner? Also mir hat die Seele immer interessiert und ich habe ganz normal Schulmedizin studiert, dann auch in der Klinik angefangen, aber das waren dann so Sätze wie, könnten Sie im Rahmen eines Ihrer längeren Gespräche mal eine Infusion bei der Frau Huber anhängen? Und sowas habe ich viel abgekriegt, wo ich so gemerkt habe, also das ist eigentlich nicht die Medizin, die ich wollte. Mhm. Und dann habe ich immer meditiert, schon seit ich ein Kind bin eigentlich. Und dann so ein Interesse einfach immer mehr entwickelt in diese Richtung. Und daraus ist dann Psychotherapie entstanden. Wobei ich wirklich Psychosomatik meine, ja? Seele und Körper. Mhm. Also ganzheitlich. Beispiel, ja, Peace Food, da geht es jetzt auch wesentlich um körperliche Ernährung. Also es gehört schon immer zusammen. Es ist praktisch nie eine Niere auf Zimmer 14. Wenn man da hinkommt, ist immer ein Mensch da, der hat zwar Nieren und hat da Probleme. Ja. Das ist so ein schulmedizinisches Konstrukt. Ich meine, alles, was Form und Gestalt hat, hat auch Inhalt, Sinn und Bedeutung. Mhm. Also die Schulmedizin völlig einzigartig, die sagt, der Magengeschwür, was die Form eines Kraters hat, hat keinen Inhalt, keinen Sinn und keine Bedeutung. Oder ein Tumor, der wie ein Blumenkohl wächst. Alles mit Gestalt und Form hat Sinn, Inhalt und Bedeutung. Und das ist die Idee der Krankheitsbilderdeutung. Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol. Also dafür bin ich sicher bekannter geworden als jetzt für Ernährungsdinge. Aber Peace Food ist jetzt auch ein Aufregung. Wir werden über dieses Thema reden, aber höre ich da auch eine Kritik an der Schulmedizin als solche heraus, dass Sie sagen, gut, meistens ist der Weg ja der, dass man sagt, sie ist notwendig, aber mit gewissen Dingen kann ich einfach nicht. Also ich möchte sie nicht abschaffen, aber ergänzen. Mhm. Ja, also ist ganz wichtig. Und insofern wäre ich auch eher für einen Ausdruck wie Komplementärmedizin, nicht Alternativmedizin. Alternative braucht man nicht. Aber es gehört ergänzt um die Seele, um sowas wie Ernährung. Sie müssen ja heute in einer österreichischen Klinik trotz der Ernährung dort gesund werden, nicht wegen der Ernährung. Ja. Ja. Das kann so nicht bleiben. Jetzt haben Sie ja erst seit kurzem ein schönes Zentrum errichtet in Gamlitz in der Südsteiermark, Damangar. Ja, ein bisschen, dass Sie uns erzählen, was passiert hier. Genau in diesem Sinne, wie Sie es jetzt gerade angedeutet haben. Das heißt schon, Taman heißt schon der Garten, Garten Gamlitz. Das ist ja so ein Gartenort, Weinort. Ja. Und da haben wir ja, also so einen Traum verwirklicht. Das ist so ein 11 Hektar, das ist Bioland seit 30 Jahren jetzt. Und da haben wir richtig so sehr ökologisch Photovoltaik, Solar- und Hackschnitzelheizung, aber auch energetisch, dass wir wirklich, was wir so wissen über Energie, alles eingesetzt haben. Da wird das Wasser noch informiert und die Fußbodenbretter mit Kraftorten, Energie und so weiter. Und vor allen Dingen ist ein ganz großer Biogarten dabei, den wir dann selbst bebauen dort, also so eine Gruppe von 16 Leuten. Und da bauen wir unser eigenes Essen an und die sind dann wirklich sehr, sehr, wie soll man sagen, sensibel auch dabei. Da werden nicht einmal große Maschinen verwendet, damit die Pflanzenwesen nicht gestört werden. Also sehr so in diesem energetischen Bereich. Da machen wir verschiedenste Seminare, also von Fastenkursen bis zu Firmentrainings. Ja, also man hört schon raus, bevor wir ins Thema gehen, weil ich möchte den Josef Zotter auch noch vorstellen, Fleisch ist Lust oder Fleisch los, der Herr Dahlke tendiert doch zu zweiterem. Fleischeslust finde ich sehr in Ordnung, aber Fleisch ist sie ganz. Okay, wir klären dann, wieso und warum und die Hintergründe. Josef Zotter, ja, ich habe gesagt, der Schokoladengenie, man braucht es, man weiß, man kennt ihn. Aber trotzdem die Frage, wie kam denn der Weg des Josef Zotter zur Schokolade? Ausgerechnet. Naja, also ich habe ja die sogenannten Fressberufe gelernt. Ich bin Koch, Kellner, Konditor und Landwirt und dann auch noch Schokoladier geworden. Ja, und das sagt dann eh schon alles. Also das ist natürlich, Essen ist mein Thema. Ja. Und Schokolade ist jetzt natürlich eine spezielle Richtung oder ja,
Aber trotzdem ist es ein Lebensmittel, genauso wie andere. Für uns vielleicht ein bisschen exotisch, halt nicht, weil man es nicht so oft sieht. Aber im Prinzip ist es genauso wie Suppenkochen. Aber die Exotik des Josef Zotter oder seiner Schokoladen ist ja die, dass er sie tatsächlich exotisch macht. Mit den Ingredienzien, die er hat, mit diesen Zusammenstellungen, die nicht überall zu bekommen sind. Was ist da die Idee dahinter? Naja, Schokolade ist aus meiner Sicht vor 20 Jahren ein bisschen unter dem Wert geschlagen gewesen. Mhm. Kakao hat ja eine ewige Tradition von tausenden Jahren schon. Und ein altes Aphrodisiakum war das ja, ursprünglich. Sie mögen Schokolade, das kann man sich ja wunderbar. Also besonders die schwarze natürlich. Genau. Ja, eben. Und dann bis vor 50, 60 Jahren ist das Thema total verkommen. Es ist total industrialisiert worden. Und mehr oder weniger natürlich auch, wie Sie sagen, zu Tode gerichtet. Also durch diese Technologie und... Ja, und das war mein Ansatz, dass ich gesagt habe, irgendwie muss da ja was mehr möglich sein, das kann man ja besser machen. Mhm. Und das, was wir heute machen, mit unzähligen Zutaten in Verbindung zu bringen, ist ja eigentlich ein alter Hut. Das hat es ja vor 1000 oder 500 Jahren wahrscheinlich schon gegeben. Also das Schokolade mit Chili und mit Gewürzen, mit Kardamom und so, ist nicht unbedingt eine Erfindung von mir. Aber erfolgreich ist er. Und jetzt kommen wir auch hier zum Thema, was das Thema Fleisch betrifft. Auch da hat Josef Zotter einen Weg eingeschlagen mit seinem essbaren Tiergarten draußen in Regensburg, in der Oststeiermark. Erklären Sie uns ganz kurz, was da die Idee dahinter ist und was den Besucher da erwartet. Ja, grundsätzlich geht es mir einmal um den fairen Handel. Also der essbare Tiergarten ist eigentlich der Spiegel des fairen Handels, weil meine Kakaobauern sieht keiner und die Leute essen Schokolade und denken gar nicht nach, was da dahinter steht. Ja. Und die Landwirtschaft ist für mich etwas, wo man ein bisschen aufzeigen kann, wie es halt, das betrifft uns täglich, das sehen wir ja immer noch, auch wenn man in der Stadt lebt oder so und sagt, vielleicht, ich weiß schon eventuell gar nicht mehr, wie eine Kuh ausschaut oder so. Aber so ist es geben, tatsächlich. Ja. Aber das war eben der Zugang und vor allem geht es mir eben darum, deswegen sind wir uns wahrscheinlich eher auf irgendeiner Ebene einig. Ich bin jetzt nicht einer, der das Fleisch also ablehnt, total ablehnt, aber ich habe mein Fleisch, mein persönlichen und auch in meinem Unternehmen den Fleischkonsum so dramatisch reduziert. Und jetzt war meine Überlegung, wie schafft man das, dass man das dem Publikum näher bringt, weil man kann jetzt einem Menschen sagen, jetzt isst kein Fleisch mehr oder mit dem Finger zeigen, dass das schlecht ist oder so. Und so war mein Zugang, dass ich gesagt habe, ich mache einen essbaren Tiergarten und mache ein Restaurant dazu und auf der Speisekarte stehen dann die Tiere mit Namen, die Mütter vielleicht vorher noch gestreichelt hat. Weil ich glaube, dass diese Emotion, wenn man ein Tier berührt, und ist es nämlich ganz was anderes. In einem Tiergarten hat man nie die Idee, dass man das Tier isst, den Löwen oder den Giraffen oder so. Mhm. Weil da ist immer alles sehr liebevoll und alles sehr nett. Und das ist eigentlich eine traurige Entwicklung, dass die Menschen heute so abgehoben sind und eigentlich ist sie überhaupt nicht mehr mit dem Thema Tierhaltung. Also es geht ihnen auch um die Achtung vor dem Lebewesen Tier, dass man dann verspeist und dass man nicht aus der Styroporpackung aus dem Supermarkt anonym, hätte ich fast gesagt, konsumiert. Genau. Ja eben, und das ist mein Zugang. Also eigentlich geht es mir darum, es geht mir ja schon um ein globales Thema. Essen oder Ernährung wird wahrscheinlich die nächsten 50, 100 Jahre ein echtes Thema werden, wenn die Ressourcen knapper werden und wenn es hoffentlich keine Kriege gibt, wird es 12 Milliarden Menschen geben. Und wenn man das umrechnet, also was Fleisch an Kalorien verbraucht, was das kostet, dann können wir es ja gleich als Getreide oder als Salat oder Gemüse essen. Also dann können wir auch 12 Milliarden Menschen ernähren und friedlich zusammenleben. Das ist eigentlich mein Zugang. Sind wir da sehr nah, weil das ist natürlich auch einer der Ansätze bei mir, dass das einfach ökologisch unvertretbar ist, was momentan in der Massentierhaltung gemacht wird. Ja. Und mir ist das sehr recht, so aus der Perspektive Peace Food, also wenn die Leute wieder realisieren würden, was da eigentlich wirklich läuft. Ich könnte mir vorstellen, als Sie wahrscheinlich zum ersten Mal gehört haben, dass es da in der Oststeiermark einen essbaren Tiergarten gibt, wenn Sie wahrscheinlich Christen haben, wie man so gut steirisch sagt, sagt, um Gottes Willen, das ist ja wahrscheinlich genau das, was ich genau nicht will. Nein, das ist nicht so. Also ich habe mir auch gleich... Gut, das ist natürlich eine Idee, die hat ja auch was Aufwühlendes, erstmal essbarer Zoo. Ja. Aber vom Effekt her, dass er mehr Leute von den Fleischmassen und diesen Massentierhaltung wegbringt als dahin, ist ja ganz offensichtlich. Mhm. Ja, also wenn ich das Tier sehe, dann will es in der Regel, wenn es einen Namen hat, nicht essen. Denk ich habe das selbst mal erlebt. Wir haben in den Philippinen so ein Treffen gehabt, lauter Österreicher, deutsche Künstler. Und da haben die, ich habe einem Kind geholfen, da haben die uns zu Ehren so einen philippinischen Eintopf gekocht. Da haben sie alles eine, was sie für gut halten. Ich habe als Vegetarier gar nicht mitgegessen. Dann nimmt einer ein Stück Fleisch raus und sagt, was ist denn das? Sagt die Philippiner, Ziege.
Dann sagt der andere, aber doch nicht die Ziege sowieso, weil da war so eine kleine Ziege bei uns. Und dann war die das doch. Dann waren die alle entsetzt und wollten nicht mehr essen. Dann sagt die Philippina, weil es gemerkt hat, das war jetzt kein guter Beitrag, die Stimmung sinkt, hat sie gesagt, na, aber das meiste ist eh nicht Ziege, sondern Hund. Dann hat sie auch Frau spontan erbrochen. Dem Gedanken, sie ist Hundebesitzerin, sie isst natürlich Fleisch. Da sind ja Tierschützer oft einmal ein bisschen unlogisch. Und jetzt der Gedanke, Hund gegessen zu haben, war der ganz grauslich. Ja, also wenn der Bezug zum Tier wieder deutlicher wäre, wenn die Leute alle selbst schlachten müssten, waren fast alle Vegetarier. Ja, aber Herr Zotter, wie ist es denn tatsächlich? Also wenn jetzt, wie Sie es beschreiben, jemand in Ihren Tiergarten geht und das war die, weiß nicht, die Kuh Lotte, die dann möglicherweise einen Tag später auf meinem Teller liegt, haben die Leute noch Lust, Lotte zu essen? Nein, es ist also, also ich verkaufe ja auch Gerichte mit Fleisch, aber mein Ansatz war oder ist, auf unserer Speisekarte haben wir das Fleisch um mindestens 80% reduziert. Also es gibt nur mehr kleine Stücke, wenn und wenn dann ein gutes und wie gesagt, aus artgerechter Tierhaltung und biologischer Landwirtschaft eben. Und das Interessante, die einzige Reklamation, die wir bis jetzt noch nie gehabt haben, dass jemand gesagt hat, die Fleischportion sei zu klein. Okay. Also das ist noch nicht vorkommen. Herr Dahlke, aber was sich natürlich ganz konkret wenden, Sie haben es ja jetzt durchklingen lassen, ist eben diese Massentierhaltung, diese Schlachthausatmosphäre. Vielleicht, dass Sie uns ganz kurz schildern, was hier aus Ihrer Sicht passiert und was hier aus Ihrer Sicht nicht zu akzeptieren ist für uns Menschen. Ja, also wir erleben das ja. Wir haben heute Panikattacken, Angstsyndrome nach und nach. Deutschland, Österreich ganz gleich. Zur Zeit meines Studiums gab es das gar nicht. Da gab es aber noch die Schlachtung am Bauernhof, da gab es die kleinen Fleischhauer, die haben einen Ochsen geschlachtet, dann waren wir wieder genug da für zwei Tage. Heute stehen die Tiere Schlange und schauen zu, wie vorne einer geschlachtet wird. Wenn die dran sind, haben die alles an Angst- und Stresshormonen ausgeschüttet, was die haben. Ich glaube, wir essen halt Angst. Die verständigen sie auch. Ne? Ja, natürlich. Also, so wie wir reden, verstehen sie die Viecher und sagen, hey, was ist so quasi Hilfe, wer jetzt umgebracht oder so. Ne? Ja, die sind so viel sensibler als wir. Ich meine, wer von uns kann schon Trüffel unter der Erde riechen? Die Schweinler kennen das. Die haben ein tolles Sensorium. Und bleiben wir bei den Schweinen. Die werden 5 Monate in der Massenhaltung richtig gequält. Ja, das sind reinliche, sensible Tiere. Die haben immer einen Abstand zwischen ihrem Kotplatz und ihrem Schlafnest. Wir zwingen die, in ihrem eigenen Dreck zu liegen, in ihrem Kot, dann sagen wir nur Drecksau dazu. Ja, das ist schon irgendwie lächerlich. Ein Großteil dieser Schweine leidet ja entsetzlich. Ja? Der Großteil stammt nicht aus der Biohaltung von der Alm, der stammt aus diesen Tierzuchthäusern. Und die werden dort, ein kleiner Teil wird wahnsinnig, ein großer Teil wird apathisch und lethargisch. Wenn ich mir das anschaue, wie viele apathische und lethargische Patienten ich habe, wie viele Angstpatienten ich habe, das gibt doch einen Zusammenhang. Also um es klar zu machen, Sie meinen, wir essen also diese Stresshormone, die diese Tiere ausschütten in diesem Zustand, in der Haltung oder dann vor der Schlachtung, quasi mit? Ich habe jetzt über Seeleninfarkt ein Buch gemacht. Da meine ich die Depressiven, die Burnout und die Bore-out-Leute. Die landen alle in der Lethargie, in der Apathie und haben aber mehrheitlich natürlich Fleisch gegessen, was das hinter sich hat. Und sind wir mal ehrlich, jetzt bin ich in Gamlitz in so einer Weingegend und er hat ja auch viel mit Gourmet und Feinschmeckerei zu tun. Die Leute bei uns, die sind ja hochsensibel, die verkosten den Wein und können die Hanglage bestimmen, die Sonnenstunden. Der Winzer spielt noch Mozart, damit das mit der Schwingung alles stimmt. Und dann essen sie Schweinsmedaillons oder Schnitzel dazu. Die sind 5 Monate gequält, das ist ja Folterfleisch. Da stimmt was nicht, das müssen wir in Ordnung bringen. Ja. Und ich glaube, wenn wieder ein Bezug zum Tier hergestellt wird, wie das in seinem Zoo passieren wird, und kann. Oder von mir aus als Arzt kommt natürlich so der Ansatz, für Peacewood habe ich ja die Steilvorlage von der Wissenschaft gekriegt. Also Peacewood, dass wir es für uns so sehr klar machen, Ihr neues Buch oder eines Ihrer neueren Bücher, wo Sie sich genau damit beschäftigen, was Sie gerade schildern. Ja? Also wir haben halt wirklich harte Fakten, hart, weil sie so schwer für uns zu nehmen sind, hart, weil sie ja wirklich hochsignifikant sind. Studien aus Amerika, Colvin Esselstyn, Colin Campbell, die besagen ganz deutlich, Tierprotein, das ist nicht nur Fleisch, das ist auch Milch, Eier, ja, Fisch, macht uns Krebs, macht uns Gefäßprobleme, damit Herzinfarkte, Schlaganfälle, aber auch Allergien und so weiter. Milch macht genau die Osteoporose, die sie eigentlich therapieren sollte, nach Sicht der Mediziner. Also wenn ich das Peace Food nenne, dann kommen diese Aspekte zusammen. Für den Tierschutzgedanken bin ich schon immer. Ökologisch betrachte ich das ganz ähnlich, wie Herr Zotter es eben geschildert hat. Aber vor allem das Humanitäre hat er auch schon angedeutet. Wir nehmen riesige Kohlenhydratmengen als Futtermittel in den Hungerländern weg, füttern das hier an Masttiere und dann essen wir das und holen uns diese Gesundheitsschäden rein. Und für mich waren natürlich diese Studien über die Gesundheitsprobleme, die durch Tierprotein entstehen, der Anlass für Peace Food zu schreiben.
Vegan im strengen Sinne bin ich gar nicht. Eine vegane Ernährungsweise wäre das. Pflanzenernährung. Gegen Bienen habe ich gar nichts. Wir haben sogar Bienenvölker da. Ja. Wer soll den Biogarten bestäuben? Ja. Da brauchen wir Bienen. Ja. Ja. Und ich bin da nicht naiv. Ich weiß ja, wir brauchen Jäger. Ehrlich gesagt, ansonsten kriegen wir keinen einzigen Obstbaum hoch in der Gegend. Ja. Ja. Also das ist, sonst müssen wir auch wieder Ja sagen zu Luchsen und Bären und so weiter. Mhm. Also, und ich habe auch noch Ledergürtel. Aber grundsätzlich für die Gesundheit müssen wir von Tierprotein weg. Und das heißt dann doch weg vom Fleisch hin zu wesentlich pflanzlicher Kost. Herr Zotter, wie geht es Ihnen da, wenn Sie das jetzt hören? Ich meine, Sie, im Grunde von der ethischen Idee sind Sie sich nicht so fern, wie wir jetzt festgestellt haben. Aber wie halten Sie es denn persönlich? Ja, ich persönlich, also esse halt schon lange auch immer weniger Fleisch, aber ich esse Fleisch. Also deswegen bin ich ja dann, also das ist mein persönliches Gefühl, aber ich bin ja nicht Mediziner oder so wie Sie, dass ich wahrscheinlich da was Proteine oder welche Schäden da entstehen, viel mehr wissen. Ich gehe eher nach meinem Gefühl und also ich habe auch nicht Lust, jeden Tag Fleisch zu essen. Also ich esse zweimal in der Woche höchstens und manchmal eine ganze Woche gar keins. In meiner Mitarbeiterkantine gibt es die Regel, einmal wird Fleisch gekocht und einmal wird fast Fleisch, so Mittelding, und dreimal gibt es vegetarisch. Mhm. Also ich habe halt das Gefühl, also das, vielleicht ist es doch das, dass es mein Gorka-Protein vielleicht noch gesünder. Protein brauchen wir unbedingt. Ne? Also, oder Fleisch, das kriegen wir natürlich auch durch einen Fleischersatz, Seitan, das ist auch Dinkel, oder Weizen, Soja. Das muss ist ja immer das Argument. Man sagt, das rote Fleisch, das muss sein, hört man oft von Internisten, auch der meinige vertritt es, sagt, ohne rotes Fleisch, ja, kann man schon sagen. Ist aber nicht auf dem letzten Stand. Ja, da ich sag's noch. Also das ist doch ein Argument, das sehr oft verwendet wird. Rotes Fleisch ist in der Medizin inzwischen völlig durch. Seit 20 Jahren, sagt Professor Leitzmann von Gießen, und beweist es in Studien, die Leute leben weniger lang, wenn sie Fleisch essen. Ja, sie haben viel mehr Krebs. Also das sind ja Fakten seit 20 Jahren. Das, was jetzt ein heißes Thema ist, ist die Milch. Und das macht auch die Kontroverse um Peace Food herum. Aber ich habe letztens mal mit einem ORF-Journalisten in einem Restaurant Vegetasia in Wien gegessen. Der hat da sein Cordon Bleu gegessen. Und dann hat er, weil er einen Nachtisch nachschauen wollte in der Karte, hat er gesehen, und hat gesagt, machen können sie es so gut, aber schreiben können sie es nicht einmal, das Fleisch, weil sie es mit V geschrieben haben. Dann habe ich dem erst gesagt, sieh, das war kein Fleisch. Ja, ja. Das war jetzt Seitan. Da war er völlig platt und sagt, wenn das so schmeckt, ist es kein Problem. Ja. Und auch in Tamanga, muss ich das sagen, da sind natürlich auch Firmentrainings, da kommen dann auch Manager vorbei, die kriegen dann schon so einen Fleischersatz, dass ihnen nichts fehlt. Sie können ja jede Form von Wurst essen. Ja, also das ist, und ich meine, den Wein dürfen sie weiterhaben, das ist ja vegan, wenn man aufpasst. Ja. Und die Schokolade dürfen sie ja übrigens auch essen. Ja. Ja. Also jetzt nicht Milchschokolade, diese einfache Nummer. Ja. Aber diese Spezialgeschichten, so wie sozusagen Montezuma das gemacht haben soll und so weiter, das fällt gar nicht raus. Man muss ja auch sagen, die Dinge werden ja immer vielfältiger und auch optisch immer näher. Also es gibt ja schon, und geschmacklich, ich kenne das ja selber auch schon sehr, sehr gut, gibt es eigentlich fast keine Ausrede mehr, dass man sagt, ich muss unbedingt das Fleisch haben. Im Gegenteil, sie sind einfach bei jeder Untersuchung kommt raus, gesünder. Das Essen schaut bunter aus, frischer natürlich. Ja, klar. Ein Fleisch ist ehrlich gesagt ein grauer Lappen, das wird ja nur begast, damit es rot ist. Ja. Und das ist auch nicht besonders gesund. Aber eine Entwicklung, die der Josef Zotter offenbar auch so selber durchgemacht hat, wo auch dieses ein Kapitel ist, das Thema Fleisch. Und wenn wir vom Josef Zotter reden, wir haben Ihr Buch ja kurz erwähnt, auch von ihm gibt es ein neues, Kopfstand mit frischen Fischen. Was sagt uns das? Ja, das ist eine Biografie von mir. Also Kopfstand deswegen, weil durch mein ganzes Leben war sozusagen eine Achterbahn, meine unternehmerische Karriere mit allem, was halt dazugehört. Und ja, und ich habe sehr oft gegen viele Dinge kämpfen müssen, sozusagen Kopf stehen müssen und habe natürlich auch viele Ideen umgesetzt, die ursprünglich so nicht funktionieren oder nicht zu funktionieren haben und trotzdem funktionieren, so wie jetzt heute auch der essbare Tiergarten, wo mir natürlich auch prophezeit hat, dass das nie funktionieren kann, da werden keine Leute kommen, weil die Leute werden das ablehnen. So ist es aber nicht, wie wir wissen. Mehr als 200.000 Besucher voriges Jahr, das ist ja nicht nichts, also da haben wir schon ein bisschen was bewegt. Ja. Und mit frischen Fischen, da sind gar keine Fische drin und auch keine Rezepte oder so, es sind ein paar Schokoladerezepte drin, sondern da geht es mir einfach um die Ideen. Also mich fasziniert also der Fisch sozusagen in seiner Art, wie er lebt und wie er ständig in jede tausendstel Sekunde eine neue Idee hat, weil er in eine andere Richtung schwimmt und so. Und das, ja, das ist der Spiegel meines Lebens. Apropos Fisch, auch das immer ein schönes Argument, ich esse kein Fleisch, also kein rotes, aber dafür Fisch und allenfalls Geflügel. Was hält der Herr Dahlke davon? Dasselbe. Das ist auch Tierprotein, muss man sagen. Selbst das Biofleisch, die werden auch nicht zu Tode gestreichelt, die Kälber. Der Standard hat einmal eine große Untersuchung gemacht vor ein paar Monaten, das kommt auch nicht besonders gut raus.
Also klar bin ich, meine, nicht für vegane Ernährung, die ist nicht primär gesund. Sie können auch Weißmehl und weißen Zucker essen oder zu Wodka trinken, das ist vegan. Mhm. Ja, das kann nicht gesund sein. Ja. Also vollwertige Sachen, Bioanbau, das ist wichtig. Und ich muss auch sagen, mein Hauptanliegen bei Peace Food ist nicht, dass die sowieso schon vegetarische Meditiererin jetzt auf vegan umsteigt, sondern dass die Fleischesser genau diesen Schritt machen, weniger. Ein-, zweimal die Woche, dann ändern wir in der Welt was. Genau, es geht um ein bisschen die Schienen einmal zu legen. Radikal von heute auf morgen wird wahrscheinlich weniger erfolgreich sein, als einmal die Schienen zu legen. Das kann man. Jeder, der einmal eine Mahlzeit Fleisch weglässt und umwandelt in pflanzliches, macht was in Richtung Peace Food. Jeder, der da in Tamangar zu Besuch kommt, wird sehen, da kann man wunderbar leben. Wie kann man zu Ihnen kommen, Herr Dahlke, weil wir schon am Ende sind? Nach Gamlitz und dann noch 1,5 Kilometer. Und einfach, da kann man so ankommen und da sein oder wie funktioniert das? Nein, man meldet sich schon an, nehme ich mal. Da gibt es Seminare, da gibt es aber auch Zeiten, wo man einfach dort gesund lebt und sogar mitarbeitet, da gibt es alle Varianten. Kann man www.tamangar.at. Gut, das werden wir gerne einblenden. Herr Zotter, Ihre Adresse kennen wir auch gut in Riegersburg. Auch Sie haben ja ein offenes Haus, wie wir wissen, wo man immer sich anschauen kann, wie Schokolade produziert wird. Der ethische Gedanke des fairen Handels, des fairen Produktes, inwieweit wird der noch verstärkt bei Ihnen propagiert werden? Man hat so das Gefühl bei Ihnen, das wird immer mehr. Ja, also mittlerweile, ich bin Lebensmittelproduzent, also wir haben eine eigene Metzgerei, wir haben eine eigene Bäckerei, also ich mache meinen Kaffee selber, wir brauen eigenes Bier dort, also in Regensburg. Also es wird immer, wie soll ich sagen, wir werden immer stimmiger und immer konsequenter, was die Umsetzung des ökologischen Gedanken ist. Ja. Weil ich mich eigentlich nicht mehr so gern verlasse auf irgendwas, was da irgendwo daherkommt. Meine Kakaobauern habe ich relativ gut im Griff, ich muss mich auch verlassen, Kakao können wir da noch nicht anbauen. Aber was geht, versuchen wir halt sozusagen auch im Kreislauf zu halten. Weil ich glaube, das ist ja auch das Thema. Es geht ja nicht, glaube ich, da sind wir uns ja auch einig, gar kein Fleisch zu essen beispielsweise, aber auf jeden Fall wesentlich weniger. Es geht nicht um, ich sage ja immer zu den Leuten, esst nicht so viel Schokolade, aber wenn ihr eine esst, vielleicht langsamer, genießt es und schaut und versucht herauszufinden, was euch gut tut. Mhm. Weil das Problem ist halt, glaube ich, und ich glaube, das sind wir sicher in einer Linie, wir essen viel zu schnell. Also das Problem der Genuss ist kein immer Zeit nebenbei. Genau. Wir gehen bei irgendeinem Shop vorbei, bei irgendeinem Standl vorbei, dort ein Haperl, da ein Haperl, im Bürotisch liegt der Sackerl und dort liegt was. Lunch to go. Eine Unsitte, ja. Genau. Herr Zotter, Sie haben kurz von den Fischen, die immer eine frische Idee und eine neue Idee gehabt oder haben, die haben auch Sie, wir gehen davon aus, also in Sachen Schokolade und Schokoladerezeptur gibt es noch einiges im Kopf des Josef Zotter. Ja, das ist auch in meinem Buch, gibt es ein Ideenlabor. Also da sind viele, viele Sachen drin, die sind so schräg und noch nicht, also sind schon auf der Welt. Da sind zum Beispiel Schokoladesärge dabei, da gibt es Shots, da gibt es Tuben, die man sich auf die Zähne putzt und solche Sachen. Also ja, es kommt schon. Peace Food und Kopfstand mit frischen Fischen, meine Damen und Herren, diese beiden Bücher sowie die beiden Autoren seien Ihnen empfohlen. Herr Dahlke, Herr Zotter, herzlichen Dank, dass Sie meine Gäste waren, war hochspannend. Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns.